Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever. Wir haben in der letzten Folge hier neue Passagierlinien eingezogen, und zwar einmal diese schöne lange hier mit 4 Stationen und dann eben noch diese 2 ganz kurzen Verbindungsstrecken zwischen Emmendingen und Lammstedt und Freesdorf. Und heute soll es darum gehen, diese Strecken mit Zügen auszustatten. Und da ist mir schon das erste aufgefallen. Ich habe nämlich irgendwie ein bisschen, na, müssen wir mal gucken, wie wir den Zugverkehr hier vernünftig auf die Schiene bekommen. Erstmal gibt es hier noch ein paar Feinheiten der, na komm schon, ah, da war's, da, ja, ein paar Feinheiten der Schienen hier noch auszubaldobern. Und zwar hier haben wir das eine, das passt. Ich überlege jetzt gerade, wo wir die Bahndepots hinmachen. Also hier haben wir eins, das ist okay. Der fährt aber auch nur nach da. Da muss man nämlich hier auf die andere Seite auch noch eins bauen. Und dazu, na komm, ziehen wir. Nein. Also ziehen wir das hier ein bisschen raus. Und bauen das Depot hier schön parallel zur Strecke. Also ganz funktioniert das hier noch nicht. So würde ich das gerne. Einfach hier in eine andere Richtung. So. Oder? Ich glaube, das könnte ganz gut aussehen. Ist hier noch entsprechend das hin? Ja. Ich glaube, das können wir so stehen lassen. So, dann brauchen wir hier noch eins. Diese Strecke soll ja auch noch hier weiter den Berg raufgeführt werden. Das heißt, hier machen wir das so, dass wir hier das Gebäude rausziehen. Und dann können wir nämlich ihn hier so anpacken. Das ist schon perfekt. So. Hier müssen wir dann noch weiter daraus ziehen. Okay. Nee, nicht da ganz rüber, sondern einfach nur hier hin. Oh Gott. Nee, das geht nicht. Ja, dann müssen wir natürlich auch zusehen, dass wir. Nee, den kriegen wir. Okay, da müssen wir gleich mal gucken, wie wir den hier vernünftig hinbekommen. Ansonsten machen wir das erstmal so. Dann kann er nämlich hier auf jeden Fall noch in die andere Richtung fahren. Müssen wir nur das als erste Station einrichten. Gut. Haben wir das? Alles klar. Dann würde ich sagen, brauchen wir Signale. Und zwar brauchen wir da eins. Hier unterwegs brauchen wir keins. Wo wir aber eins brauchen, ist definitiv da, wo diese zwei Geschichten. Nein, bitte darauf, ja. Sich kreuzen. Das heißt. Na komm. Wir brauchen ja hier so eine. Wir kommen hier an und wollen dann in die andere Richtung, ne? Das heißt, wir brauchen hier eine Weiche, mein Freund. Okay. So. Dann werden wir hier nämlich jetzt. Er fährt da rein. Jo. Also auf die rechte Seite. Gut. Hier brauchen wir dann allerdings auch noch definitiv den Lokschuppen. So, den bauen wir, glaube ich. Ja, nee, doch, den bauen wir hier hin. Oder? Bauen wir den hier hin? Ach, nee. Der kann ruhig hier hinten hin. Ja, der ist ja ein bisschen weiter weg. So. Dann. So. Lokschuppen
Zack. Gut. Dann neue Linie. Und zwar 1, 2, 3, 4, 1, 2, so, sind wir jetzt schon hier? Jo, jetzt sind wir schon da. Sehr gut. Linie 14. So, auf die Linie 14 brauchen wir einen möglichst schnellen Zug. Definitiv. Und davon am besten zwei. Der schnellste Zug, den wir momentan haben, ist 200 km/h oder 140 km/h. Ist dieses schicke. Haha, okay. Also 140 km/h. Bei 22 Millionen. Nee, dafür kriegen wir vielleicht zwei von denen hier. Denn die anderen. Nee, 190 km/h, 125, 120. Ja, oder wir nehmen die Dieselloks, das können wir natürlich auch machen. Die fährt auch 140. Und es ist nochmal 2 Millionen günstiger. So. Dann haben wir die Einheitswahl. 21 Passagiere, 1, 2, 3, 4, 5. Können wir den, genau, den einmal klonen. Was? Wie viel hat denn dieses Zugding jetzt gekostet? Hat der aufgepasst? Knappe 12, ne? Okay. Dann würde ich sagen, lassen wir den auf jeden Fall schon mal fahren. Ich muss sagen, schickes Ding, oder? Schick, schick, schick. So. Los geht's. Gut, der braucht jetzt natürlich ein bisschen, bis sich die Linien hier auch bekannt machen unter den ganzen Leuten. Müssen wir mal gucken. Aber wir müssen ja definitiv noch ein zweites von den Schätzchen auf die Strecke bringen. 105 Passagiere, okay. So, 12,1 Millionen. So, und den müssen wir losfahren lassen, wenn der andere auf der ganz anderen Seite ist. Dann müsste es sich eigentlich ausgehen. Müssen wir jetzt mal eben warten. Na, ein bisschen mehr Kohle könnte schon ganz gerne reinkommen. So, jetzt ist er auf der anderen Seite. Okay, das heißt, wir müssen. Wir nehmen uns einfach nochmal 2 Millionen Kredit. Kaufen jetzt nochmal 1, 2, 3, 4, 5. Linie zuweisen, Linie 14. Und ab dafür. So, jetzt bin ich mal gespannt. Was die jetzt auch so an Einnahmen einspielen. Schauen wir mal. Gut. Wir gucken mal nach unseren Güterlinien. Und sehen schon. Was sehen wir? Wir brauchen definitiv einen neuen Güterzug auf der Linie mit dem Stein. Ja, definitiv. So, und zwar einmal das.
Da haben wir immer noch keine größeren, ne? Da hier Vieh, Kunststoff, das sind immer noch die kleinen Güterwagen. Baumstämme, Stahl, Bretter, das können wir schon, aber die kleinen. 2, 3, 4, 5, 6. Dann nehmen wir nochmal. 1, 2 und. So. Das sind immer 7,19 Millionen, die wir an Ersatzkosten haben. Aber gut, da müssen wir mal gucken. Das sollten wir eigentlich relativ schnell wieder eingespielt haben. Ne? Oh, Herr Junge, die Güterlinie bringen irgendwie 2,0 Millionen. Die Linie 14 wird sich hoffentlich relativ schnell befangen, so neue Personenlinie. So, dann haben wir hier noch ein paar. Die Linie 6, die bringt 1,1 Millionen. Das heißt, wir spielen schon ganz gut was ein. Gut, aber die brauchen wir natürlich erstmal. Die brauchen wir natürlich erstmal. Da müssen wir auch gucken, dass wir können ja mal Fahrzeugersatz auf Jahr machen. 25%. Und da müssen wir einfach mal gucken, wie sich das verhält. Und ich glaube, hier können wir einen weniger machen, dann passt das. 6,81. Schauen wir mal, wann er ersetzt wird. Schauen wir einfach mal. Gut. Weiter geht's. Wir brauchen eine Linie von hier nach da. Und wir brauchen eine Linie von da. Da. Und da würde ich, glaube ich, diese kurzen Straßenbahn-Dinger einsetzen, oder? Oder halt so Regio-Teile. Ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt inzwischen schon was Passendes haben. Die Teile hier. Hätte ich jetzt gesagt. 125 km/h, 64 Passagiere. Kostet allerdings auch 9 Millionen. Okay, das gucken wir uns vielleicht nochmal an. Das schauen wir uns mal an. Jetzt wollte ich erstmal gucken, was hier die Passagierzahlen. Gut, 26, die haben natürlich viel, viel mehr Potenzial. Die Züge an sich. Ja, also das ist überhaupt kein Problem. Und wenn wir hier den Nahverkehr ins Rollen bringen, dann geht das, glaube ich, hier auch ganz gut ab. Weil man sieht es ja hier an unseren momentan noch wirklich gut ausgelasteten Zügen. So, aber wir müssen, oh ja, guck mal hier bei dem Güterzug müssen wir auch noch ein bisschen was tun, dass wir da deutlich mehr von dem Vieh mit abtransportieren, weil der kriegt ja hier 64 kriegt er mit und was wartet hier noch? 288 wartet hier noch. Leute, den müssen wir definitiv tauschen. Es hilft ja nichts. Der muss größer werden. Genauso muss der hier größer werden. Das müssen wir auch anschubsen. Dass er einfach besser hier noch abtransportieren kann und vor allem auch hier den Stein abtransportieren kann. Hier wartet 388 Stein. Also die wollen hier mehr, ne? Die wollen mehr, aber wir kriegen halt mit dem Zug nicht so wirklich viel mehr weg. Das müssen wir, da den Zug müssen wir tauschen. Ich hoffe, der wird gleich getauscht, wenn wir ihn. Wir haben ihn eingestellt. Haben wir ihn eingestellt? Wo ist er denn? Doch hier. Linie 12 haben wir eingestellt. Sollte also, wenn das Geld da ist, auch alles getauscht werden. Insofern müsste das dann passen. Jetzt momentan wird das, glaube ich, noch nichts. Nee,
nicht. Der braucht noch ein bisschen. Aber mit den LKWs hier sind wir schon ganz gut bedient. Das passt also. Wie sieht das hier mit unserer Personenstrecke aus? Auch die kommt langsam in Fahrt. Das heißt, wir haben überall Personen warten. Auch das ist grandios. Und darauf können wir weiter aufbauen. Das heißt, sie werden in relativ kurzer Zeit wahrscheinlich dann auch hoffentlich bald mal ihr Geld wieder reinfahren. Aber ich glaube, dazu müssen wir erstmal den Nahverkehr hier auch in Fahrt bringen, sodass wir hier die Leute auch vernünftig transportieren können. Gut, liebe Leute, ich würde sagen, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal sage ich, macht's gut, bleibt gesund und bis bald.